Hiermit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Banjo-Kazooie. Und ja, wie ihr vermutlich schon gemerkt habt, gibt es zwei Uploads, also zwei Filme. Und zwar eine ohne Ton, also ohne mein Gelaber, für die, die das gerne wollen. Und für die anderen, die gerne mit meinem Gelaber das Ganze schauen wollen, können das nun tun. Und momentan wird dies am Sonntag um 17 Uhr kommen, also 5 Uhr nachmittags oder abends schon fast. Und solange das Ukulele Let's Play noch läuft, wird dies noch kommen. Also erst am, immer nur am Sonntag kommen. Und sonst ist alles gut. Ich werde versuchen, in diesem Let's Play pro Part ein Level machen. Aber das wird nur am Anfang klappen und nachher werde ich vermutlich zwei Parts machen müssen. Und wie ihr schon seht, es ist eine HD-Textur. Die Puls, mein Kessel, sag geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundtilda. Weise gesprochen, schlauer Topf, ich hab hier den schönsten Kopf. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein! Niemand hier darf schöner sein! Du, die ist so süß und klein, sie ist die hübscheste von allen! Was du, mieser alter Kessel, ich mach aus dir einen Sessel! Du, die ist nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel! Dem Biest werde ich zeigen. Dabei ist sie ein Biest. Ja, und Banjo-Kazooie wurde 1998 von Rare entwickelt für die Nintendo 64 und wir spielen Emulator. Hallo Todi, was hast du heute so vor?
Sobald mein Bruder aufgewacht ist, stürzen wir uns ins Abenteuer. Das ist Banjo. Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Aus du, die mach ich. Mausehunter, bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das da dein Bruder? Wo denn? Der Maulwurf. Dort oben, am Himmel. Das glaub ich nicht. Alte kleine Maus, dein Spielchen jetzt ist aus. Autsch! Leute! Da hilft keine Fratze, ich mach aus dir eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Bin schon wach endlich auf. Aufwachen! Was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger. Ja. Oh. Falscher. Oh, wir können hier noch nicht springen. Ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Benjo und das ist meine Freundin Kasu. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war denn das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tobi? Die miese Hexe Grotilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Tobi. Wohin ist diese Hexe geflohen? Sie flog zu ihrem Norden Höhle, da wird kein Ausflug. Und ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wenn schon alles weiß, drückt B. Also wir machen A. Auch wenn ich alles schon weiß. Bottles, wir können deine Hilfe gebrauchen. Was ist zu tun? Schaut euch noch meine Mauszügel um, stellt euch daneben und drückt B. Ich habe natürlich auch keine Ahnung. Hallo, Bottles. Hallo, wir fangen mit der Kontrolle der Kamera an. Ja, ja, die müssen wir schon mit C-Knöpfen. Das nervt. Sie wird hier in der... Sind wir hier in der Schule? Sag ich erstmal, du kannst drücken die R-Taste und dann... Okay. War das schon alles? Nein, halte. Ja, gedrückt, um die Kamera hinter dich zu holen. Ja, ja, okay. Also wenn wir R drücken, die Kamera mit uns mit C, können wir uns umschauen, bla bla bla. Ihr Springzeit. Ich meine, Paar, was wissen die Blinks? Wir springen nichts, oder? Mehr als du, Flöte, zu springen drücke A. Halte hier A gedrückt, springt hier Bänder noch höher. Naja. Na, wieder viel. Zeig mal, was du kannst. Warum? Ich sehe dabei sicherlich total bescheuert aus. Springe und drücke ein. Durchsprung zu machen. Ja, ja.
Wir wissen jetzt alles. Es kann ja losgehen. Nicht bevor ich diesen Move gehe. Mit euch so hin wie ich. Ein lächerlicher Brille aufsetzen und blöd aussehen, ein ehrlich. Schade, halte den Tett. Meinen Zeit aufzumachen. Ja. Das war ja waren alle Sprünge geübt, weiß ich heute. Wir hätten das natürlich auch überspringen können. Aber natürlich ich das nicht. Und das sind leere Honigwaben. Gestattete Honigwaben. Sammelt sich von uns leere Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Ist das auch schon da? Naja. Ich bin ein Wolf von Extra-Leben. Jawoll. Naja, wie gesagt, wenn ihr das Spiel schon kennt, dann werdet ihr sicher bemerkt haben, dass die Textur ein bisschen anders ist. Ja, das. Jemand hat diese Textur. Texturen überarbeitet. Oh. Ups. Okay. Kleiner Fehler am Rande. Ja, es gibt ab und zu noch irgendwelche Bugs, dass die Textur nicht richtig geladen wird und so. Aber ich werde euch das herausschneiden. Ups. Naja, ich stelle mich ein bisschen blöd an. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt und bin nicht mehr so ganz im Form. Ja, heute werden wir nur das Training machen. Das heißt, dieser Anfangsbereich. Genau. Schon wieder. So. Battles. Hey, Benjo, ich hoffe, du bist findelfrei. Ich auf alle Fälle ist los, erzähl endlich von Fliegen. Später, Benjo springt an einen Baum und nutzt den Paradiesen aufzuklettern. Okay. Denke daran. Eben, ich werde das so schneiden, einerseits ein Ton drin sein wird von meinem Gelaber da und einfach sonst. Und oh, wir haben das Schwimmen ja noch nicht erlernt, oder? Ja, genau. Wo wird denn der mit Schwimmen? Oder lernen wir das erst später? So. Zur Aufführung der Pitch-Parade brauchten wir die Hilfe der Schwackeligen. Immerhin habe ich Beine, mein kurzer Freund. Halte den Z-Trigger und drücke dann B. Nein, ich weiß hier. Ich hätte die Tasten nicht sagen. Sieht, Boden. Siehst du, Benjo? Zu gebrauchen. Nächstes Mal bin ich
du dran. Ah ja. Der letzte natürlich auch noch. Wo war denn der? Ich habe ihn komplett übersehen. Benjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bereit? Das klingt gut. Interessant. Drücke einfach B, wenn du still oder dich zum... Aber cool, woran kann ich sowas probieren? Wie wäre es mit dem frechen Vogel? Komm nur her! Du kleine Blitzschleiche! Was? Ich bin nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich. Okay? Da komm, Trupp her. Zeige ich es ihnen. Wow, netter Versuch auf ein neues. Hey, was ist mit mir? Jetzt zeige ich dir die befürchtete Bärenrolle. Hallo? Ich will lernen. Wie kann... Wenn du rennst und B drückst, machst du eine Rolle. Ich suche einen geeigneten Stil. Volltreffer! Einer geht noch. Hallo, mir ist schlecht. Jetzt zeig ich dem einen Trick. Hoffentlich ist es ein guter Trick. Blind. Wenn du in Sprung B drückst, dann machst du einen Schnabelsprung. Wo ist diese Kolli? Was? Nicht schlecht. Das fängt an Spaß zu machen. Jawohl. Jetzt wisst ihr erst einmal Bescheid. Schaut euch um, Kinder. Jawohl. Ich bin ein leckerer Honigschwabe. So lernen wir hier das schon. Lust auf einen kleinen Unterwassertour? Lass mal, ich gehe lieber nach Hause. Benjo, du weißt, ich will schwimmen, spucke es aus. Mal was von dir. Mit dem 3D-Stick schwimmst du an der Oberfläche, drücke B, um zu tauchen. Los geht's. Okay, es ist zu weit. Auf dem Mountain erzählt ich euch, wie es weitergeht. Yeah, yeah. Ja, ja, wir können A und B drücken, um zu schwimmen. Ups, die Kamera war etwas schlecht. Nein.
Arbeit, Freunde. Jetzt zeigt die der Hexe, wo der Hammer hängt. Na klar, wo geht es lang, Maulwürfchen? Die Brücke hab ich repariert. Der Weg zur Grundtür 2 ist frei. Danke, Bottles. Wir sehen uns im Reich des Bösen. Viel Glück. Ja, wenn ihr den nächsten Part wieder sehen möchtet, dann am nächsten Sonntag. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Banjo-Kazooie.